Warst du nicht schon mal da? Nee. Versuchen wir es mehr. Was vor Frust mein Köfer kauft. Jetzt brauche ich wieder Geld. Ein neues. Das ist gut. Hä? Haben Schlenkbar. Mal gucken, wo ist denn der Fluss? Du bist gleich. Ich habe ein neues gekauft, leider. In der ersten, ne? Bitte? Ich habe gerade schon neues gekauft. Ja, was denn? Die Domen. Das vom Bisode, das Coca-Cola. Ja, genau. Das ist schön. Das ist so krass. Hast du? Hast du ihn noch gar nicht gehabt? Drückt oder? Hä? Drückt dir gar immer noch was dran. Oder bin ich schon weg? Nee, ich habe ja noch Ultraschlecht. Ich kann es ja noch zurückgeben. Bitte? Gegen Streams müssen wir auch spielen. Wenn es schlecht ist, dann geh woanders hin. Das Licht, ich meine, kannst du selber mal gucken, das Licht ist auf jeden Fall. Mach Scheiß auf, wir können die Kamera so umstellen. Deutlich schlechter. Wir können die Kamera so umstellen. John, wir können die Kameras umstellen. Okay, dann stell die Kameras raus. Such den Tisch raus. Also ich finde die da drüben, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hier. Die waren gestern auch nicht schlecht ausgeleuchtet. Hier, 8 und 7. Ne, hier. Je näher man an der Lampe ist, umso weniger guckt man rein. So, Flo ist an 19 bis 16. Hast du das 9 bis 16. Du hast ja auch so viel Köse, gell? Nimmer, ich hab's ja alle nachher. Ja? Ich bin kein Sammler. Ich wollte sie eigentlich nur haben, weil ich immer, weil es mich interessiert. Der 1er ist doch wieder besser, weil... Nimm. Was ist denn für euch? Ist das euch egal? Ja. Hast du 5 Euro? Weil der Dichter an... Wie wieder dauert? Ja. Ja. Platz 3 wird der gleiche ausgezahlt. Spielt sie sehr gut vom Gefühl her, aber es ist das, was ich nicht mehr will. Also weil ich will jetzt ein normales Vollholzoberteil. Das ist Vollholzoberteil. Mit langer Ferrule und kein Loden. Das hat schon extrem wenig Abweichung. Ja, da war es schön direkt, super. Also ja, ja. Aber keine Hohlbohrung oder irgendwas. Stoß ja super, gefällt mir. Aber da, nee, vom Cem ist es. Aber es ist jetzt nicht das, das was ich jetzt nicht mehr will. Irgendwie. Ich finde halt, ich meine so, weißt du, also, im Kurzbereich ist es eigentlich gerade Bums. Ob jetzt viel Versatz hat oder wenig. Was ich halt bei denen für mich jetzt rausgefunden habe, wobei natürlich weit auf niedrigerem Niveau, wenn jetzt halt wirklich mal ein langer Einsteiger hast irgendwie und dann mit Legung spielen musst. Finde ich halt einfach, wenn du ein bisschen weniger Versatz hast, hast halt weniger viel Zielpunkte unterschiedlicher und hast halt die Quente mehr Sicherheit. Trotzdem finde ich halt bei dem den Kompromiss geil. Gut, ja, spielt sich auch super, also voll der schöne Stoß. Ich habe halt das Problem, dass ich spiele ja normal alles immer sehr weich, viel Verzögerung, viel Schlenzen, viel machen. Und das ganze Spiel habe ich durch das 3-14er komplett verloren. Also ich bin voll so der Stoß und es liegt mir nicht. Und seitdem bin ich einfach schlecht geworden. Und deswegen brauche ich wieder eins, wo ich schlänzen kann und vielleicht noch ein bisschen. Und dann Pressbandenbälle. Und mit Pressbandenbälle und so sind halt im 3-14er und wobei so nicht schlecht. Mit dem ist besser, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, also du musst vielleicht ein bisschen anders stoßen, aber es geht. Ja. Also du kannst auch Verzögerungsbälle spielen. Vielleicht jetzt nicht ganz so wie mit einem. Ist das deines oder? Ja. Ja, das mit dem Umstellen habe ich ja jetzt über die Jahre gemerkt, das taugt nichts. Das wäre ein Vorholz mit 4 Kugelbreiten. Thank you.
was für eine Beleidigung, wenn man den Namen liest. Jenny hat gewonnen, hat die Jenny. Ah, da. Alles gut, oder was? Gleich. Nein, ist Leder geprägt. Also kein. Die sind ethisch korrekt. Ethisch korrekt. So, Kommentator meldet sich zum Dienst. Hat eine Co-Kommentatorin mitgebracht. Cool. Aufsetzen. Nächste Partie auf Tisch 8. Ja, das Ding machst du am besten hier irgendwie an deiner Hosentasche oder so. Und dann hast du hier so einen Schalter, der geht dann on-off. Steht auf on oder off? So, nach einigen Hin und Her mit dem Mikrofon haben wir es mal wieder geschafft und sind wieder beim Geschehen dabei. Wir sehen das erste Halbfinale zwischen Ralf Eckert und dem Sebastian Ludwig. Derzeitiger Stand ist 1-0 für den Herrn Ludwig. Und ich habe neben mir auch eine charmante Co-Kommentatorin sitzen, nämlich die Ina Kaplan, Hallo. Die mich jetzt hier ein wenig unterstützen wird. Genau. Ein bisschen. Ein bisschen versucht es. Schauen wir mal. Genau, der erste Kommentatoreneinsatz. Ja, meine erste Erfahrung neben Jochen als Kommentator. Sensationell. Aha. Ja, Ina, du spielst selbst mit. Du genau, hast, bei den Damen aber, nicht bei den Herren. Wie denn abgeschnitten? Erzähl uns das mal. Ja, das erste Spiel war recht leicht, weil ich einen Freilos hatte. Und dann habe ich gegen Jenny Fields gespielt, die Freundin vom John, die ja... der ja jetzt auch noch im Halbfinale steht, im zweiten. Und ja, das ist gut für mich ausgegangen, würde ich mal sagen. 5-0 habe ich gewonnen. Und das zweite Spiel danach, also im Prinzip das dritte dann. Ja, die zweite Gewinnerrunde. Genau, gegen die Kiki habe ich gespielt, die Christina Grimm. Ja. Die kennst du ja recht gut, würde ich sagen. Die kenne ich auch, in meiner Mannschaft. Genau. Und da hast du dir was erlaubt? 5-1 habe ich mir erlaubt. Das ist ein Skandal. Ja, ja. Da hast du also meine Mannschaftskollegin rausgeworfen, die jetzt gerade naja, genau, auf der Verliererseite noch am Aber sie, Kämpfen ist. Sie kämpft noch, genau. Wie viel steht es bei ihr? Sieht man das? Das sehe ich von hier nicht. Mein letzter Stand war 3-3. Ne? Mhm. Ja. Genau. Gut, dann stehst du jetzt also im Halbfinale und bist jetzt gerade noch am Warten und kannst uns deswegen hier unterstützen. Und dann gucken ja, wir doch genau. mal gleich aufs Spielgeschehen. Der Ralf hat hier die Macht schwierigsten aus, Sachen schon hinter sich gebracht. Ja. Und Stellung versucht nun gerade im Prinzip zwei Stoppbälle und einen leichten Rückzieher noch hinzukriegen, um uns 1-1 zu stellen. Genau. Alles ganz einfach. Schauen wir mal. Ganz einfach in der wie Theorie. Er das dann Schauen wir mal, wie die Umsetzung ist. Genau. Ah, jetzt hat er ein bisschen Winkel auf die Mitte. In die entgegengesetzte Richtung, in die Ja, die aber ich denke, das macht nichts. Da wird er die einmal unten unter der 9, wird er die Weise langlaufen lassen. Rumlaufen lassen, genau. Und das... Je nachdem, wie viel Winkel ist. Aber das schafft er. Wir drücken Ralf die Daumen. Die Daumen. Aber ich glaube, das soll nicht heißen, dass wir das für sein, Sebastian nicht genauso tun. Zu Sebastian Ludwig werden wir auch gleich noch ein bisschen was sagen, wenn wir hier diese Partie... gesehen haben.
Und während dann wieder neu aufgesetzt wird, werden wir dann auch mal was zu den beiden Spielern sagen. Nicht nur zum Sebastian, sondern auch zum Ralf. Ah, der kommt ein bisschen zu weit. Es ist, also die Tücher sind sehr schnell, muss man sagen. Muss man sich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist ja, wenn man Turniere spielt, wo die Tische dann auch dementsprechend für das Turnier aufgebaut werden, eigentlich normal, dass ja, die es Tücher halt dann eben sicherlich ist halt brandneues Material und da ist immer etwas flotter. Ja, da muss man schon wirklich aufpassen. Aber der geht rein. Schön auf Mitte gerettet. Gut, dann haben wir da eine 1-1. Genau. Ja, zu den Spielern. Auf der einen Seite Ralf Eckert. Muss man den Pool-Billiard-Begeisterten nicht weiter eigentlich vorstellen. Er ist Buchautor. Genau. Er ist für meine Begriffe ein richtiger Achtballkönig. Ja. Er pflückt die Spiele ganz gerne auseinander. Er ist Trainer, er ist Europa-Trainer. Er hatte in Deutschland sämtliche Scheine, die man so benötigt, um als Trainer fungieren zu können. Trickstöße kann er auch ganz gut, glaube ich. Das habe ich auch gehört. Also Trickstöße soll er auch ganz gut können. Hat hier während der IFEX-Messe die letzten 3 Tage die Leute hier begeistert in den Pausen und hat das war auch wirklich sehenswert. Können hat Spaß gemacht. Zum Besten gegeben. Er selbst spielt aber aktiv in keiner Mannschaft derzeit, hat letztes Jahr noch in der hessischen Oberliga gespielt bei Bianco Dieburg, hat dort bis auf eine einzige Partie auch alles gewonnen. Das hat aber letztendlich unterm Strich dann auch gereicht, in die Regionalliga aufzusteigen, obwohl sie nur Zweiter geworden sind in der Oberliga. Hat aber jetzt die Mannschaft verlassen und Dieburg spielt quasi ohne ihn in der Regionalliga und Ralf widmet sich ein bisschen mehr Einzelturnieren. Und Training ja auch, ne? Und Training sicherlich auch, genau. International ist er da unterwegs. Und er berichtet auch oft für die Touch, ne? Genau. Darüber hinaus ist er natürlich ist Kolumnist der Touch. Und schreibt dort die ein oder andere Anekdote von seinen vielen Reisen durch die Welt. Ist immer wieder interessant zu lesen. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Sebastian Ludwig. Sebastian kommt aus Dresden, wenn ich da meine Informationen im Kopf richtig habe. Er spielt beim PBC Schipkau. Das liegt meines Wissens in Brandenburg. Und spielt dort, da muss ich jetzt wirklich raten, ob er da zweite Liga Nord spielt oder Regionalliga. Da bin ich jetzt nicht up to date. Auf jeden Fall spielt er ziemlich hoch und zeigt auch, dass er zu Recht dieser Spielklasse spielt, hat auch gerade jüngst in Bingen den Mäuseturm Cup gewonnen, hat in Salzburg, das riesige Salzburg Open, ist er Zweiter geworden, meine ich, hinter Nils Fein, also schon sehr gute Resultate und hat auch in seiner Jugendzeit das Nationaltrikot getragen, ist also einer, der auch international erfolgreich unterwegs war. Und für den Ralf hier absolut ernstzunehmender Gegner ist. Ja. Erst recht, wenn man weiß, dass der Sebastian auch den Klaus Zubrekis vorhin geschlagen hat. Das macht man auch nicht einfach so. Na gut, wenn man hier ins Halbfinale kommt, dann macht man das, muss man meistens ein bisschen Billard spielen können. Dann sollte man schon wissen, welches Ende das richtige Ende ist, um dann einen korrekten Stoß ausführen zu können. So, zurück zum Geschehen. Der das Ralf. Break nimmt sich Ralf wohl ziemlich sicher. Ja, das sieht sehr nach 2-1 aus. Ja. Wir spielen übrigens weiterhin auf 7 Gewinnspiele im Wechselbreak. Keine Modusänderungen, logischerweise. Winnerbreak wird gar nicht gespielt? Nein, wir spielen im Wechselbreak. Erst im Finale, wenn es dann, wenn dann ARD und ZDF kommen, werden wir auf 1 Gewinnspiel spielen. Ach so, das wusste ich ja noch gar nicht. Ne, bei den Damen wurde ja auf Winner Break gewechselt, weil es ja gestern ein bisschen Zeitprobleme gab. Und da wurden wir gefragt, ob es okay wäre, wenn wir Winner Break spielen, damit es einfach ein bisschen schneller geht. Oder also es sollte, wir sollten es mal ausprobieren, ob es schneller geht. Und okay. Ja, ich glaube, wir sind auch ganz gut im Zeitplan. Ja.
Deswegen hatte mich gerade gewundert, dass ja, jetzt bei haben den wir Herren noch eine, jetzt doch... eine Hängepartie haben wir noch bei den Damen. Ja gut, die gibt es ja. Während gibt's ja halt die Christina Grimm und die Tina Vogelmann schon quasi den Einzug ins Halbfinale schon seit längerem spielen, ist die andere Partie gerade zwischen der Linda Fetten und der Jennifer Fietz. Die fangen jetzt just in diesem Moment an. Ja. Wir werden also noch etwas länger bei den Damen spielen, womöglich länger als die Herren. Was aber nichts mit dem Winner- oder Wechselbreak zu tun hat. Nö, das ist einfach manchmal so. Ne? Das ist einfach so. So, der Ralf hat es geschafft, mit 2:1 in Führung zu gehen, auch wenn er sichtlich mit der Technik bei der 9, die er da versenkt hat, nicht zufrieden war. Er hat selber sein eigenes Zucken nochmal nachgemacht, wie wir vorhin gesehen haben. Naja, schauen wir mal, wie Sebastian breakt. Wir breaken ja aus der Breakbox, wie schon öfter erwähnt. Die ist dort eingezeichnet. Und die 9 ist auf dem Fußpunkt, nicht die 1. Das macht's. Genau. Das war ein schönes, erfolgreiches Break, muss man sagen. Das heißt, der Wingball fällt nicht automatisch, dadurch, dass wir halt eben Runde 8 cm weiter vorne aufbauen. Ja. Das heißt, erschwerte Bedingungen, aber das ist auch gut so. Sonst sehen wir hier reihenweise an Auspartien. Und dann würden wir bei Winner Break mitunter ganze Sätze vielleicht so sehen. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Ja. Ich habe gerade gegen die Kiki super soft gebreakt. Einfach damit eben, also erstmal ist die 1 auf Mitte dann öfter gefallen und der Wingball ist halt auch ab und zu reingegangen. Und das ist, naja, zum Zugucken ist es natürlich nicht so schön, wenn man dann so einen Soft Break immer sieht, aber anscheinend machen also es die Männer selbst, ja auch anders. Von hat daher dir selbst nicht gefallen, sozusagen? Nee, es macht keinen Spaß. Aber gut, ich bin ja auch nicht die Break-Expertin, das muss ich auch sagen. Von daher, ja, Soft Break kann ich halt besser als ein das richtig ist hartes die natürliche Break. Also Geschwindigkeit. Soft Break. Egal, wie oft ich schon mit Jörn trainiert habe, wir kriegen es einfach nicht hin, dass ich meinen, naja, dass ich da richtig Geschwindigkeit raufkriege. So, jetzt ist die Jenny hier vor uns und möchte gerne einen Spielzettel haben. Habt ihr keinen? Jennifer Fietz und die ich hat glaube, keinen. Ich glaube, da müssten wir... Frag mal den Guido. Einmal die Turnierleitung bitte zu ihrem Posten. Genau. Wir müssen arbeiten hier. Ja, das ist meine Antwort. So. Ui. Ach ja, genau. Das Problem mit der 4 und der 6. Ne? Gut, Schluss. Jenny Fietz geht zu ihrem Tisch und fängt mal ihre Partie auf an. Auf ans Werk, auch ohne Spielzettel. So, und jetzt gucken wir mal, ob der Sebastian hier eine Bande angreift oder doch ein Safe spielt. Aber was würdest du machen? Ich bin grundsätzlich ein offensiver Spieler, bin aber auch genau deswegen in der Liga angesiedelt, wo ich angesiedelt bin. Glaubst du, das ist nur deswegen? Das ist mitunter ein Problem, dass ich zu offensiv bin, ja. Und dass ich Saves auch sehr schlecht spiele, weil ich halt grundsätzlich offensiv spiele, ist naturgemäß auch das Safe-Spiel nicht wirklich erfolgreich. Das ist ein Teufelskreis. Und so wie der Sebastian die ganze Zeit reinschaut, sieht es eigentlich nach aus, als wenn er den angeht. Ja, eher eine Bande. Aber er ist sich selber auch nicht so ganz sicher, weil eben die Stellung schwierig ist. Also den zu halten ist, glaube ich, nicht möglich. Den muss er schon... Oder? Schauen oder er wir hat mal. Sich, hat er sich gerade die Kombi angeguckt? Okay. Jetzt spielt er doch die sichere Variante. Ja, das war unterm Strich auch sicherlich die richtige Entscheidung. Wenngleich er dem Ralf da wohl eine Chance gegeben hat. Meinst du, er sieht den noch? Könnte man. Es täuscht bei unserer Fernsehkamera auch das Bild von euch zu Hause. Schätzt es selbst ein. Ja. Geht er oder geht er nicht? Ich glaube, wir er geht nicht mehr. Warten noch auf den Ralf, dass er uns zeigt, ob er geht oder nicht geht. Also
Also er hat nicht sonderlich nach dem Winkel geschaut, wie die Kugel zum Eckloch liegt. Ja. Könnte man fast von ausgehen, er sieht ihn nicht und spielt von hinten safe. Versucht aber allgemein er hat er relativ wenig geguckt. Den konnte er aber noch dick sehen. Der täuscht ja wirklich die Kamera ganz schön. Ja, also er konnte ihn locker sehen und hat sich nichtsdestotrotz für die sichere Variante entschieden. Ja gut, den anzugreifen, das war... Ja, das ist halt das, was dann auch letztendlich unterm Strich die Könner von den weniger Guten unterscheidet. Die Könner spielen öfter defensiv. Jetzt guckt er sich gerade die zwei Banden an. Dass er von hinten die vier trifft und dann dünn spielt. Entweder locht er die vier dann dünn oder bleibt eben safe liegen. Möglich. So, jetzt haben wir bei den Damen auch eine weitere Halbfinalteilnehmerin. Die Christina Grimm hat sich durchgesetzt gegen die Tina Vogelmann. Kommt gerade zu uns und kann somit, wenn die Regeln von mir richtig interpretiert werden, auch nicht gegen die Ina Kaplan spielen. Das stimmt, genau. Wir haben ja im Einzug Halbfinale Das gespielt. Heißt im Umkehrschluss, dass die Gewinnerin aus Jennifer Fietz gegen Linda Vetten dann gegen die Ina spielt und wiederum die Simone Künzel gegen die Kiki Grimm. So müsste das dann sein. Da hat er den ganz verpasst. Das ist natürlich ärgerlich. Das wird sich Ralf auch nicht nehmen lassen. Ja, schauen wir mal, wer da in dem Spiel gegen von Jenny und... Ja, da dürfte die Jenny schon Favoritin sein, aufgrund ihrer Routine. Die Linda ist erst Ende Teenie-Jahre. Ich weiß nicht, ob sie schon 20 ist. Sie war mal vor 2 Jahren deutsche Jugendmeisterin und hat daraufhin auch Europameisterschaft gespielt. Kommt ursprünglich aus Eschweiler und ist aber mittlerweile hier in der Gegend im Stuttgarter Raum, weil sie dort eine Ausbildung macht bei der Porsche AG, wenn ich da richtig informiert bin. Währenddessen ist aber der Ralf ganz locker und 3:1 Führung, erhöht auf 3:1, nachdem der Sebastian einen Foul eingestreut hatte. So, hier sehen wir nochmal die Sponsoren der Veranstaltung, wo wir natürlich auch darum bitten, dass die entsprechend berücksichtigt werden bei eurer nächsten Kaufentscheidung. Da ist die Weiße weg. Jetzt muss der Sebastian mal schauen, dass er die Partie auskriegt. Aber es liegt nicht einfach. Also, da ist dann die Frage. Was man da tun soll. Aber es ist nicht einfach. Also Safe-Möglichkeit. Ist nicht offensichtlich. Die 1 muss er wohl wieder wohl erstmal reinspielen. Tja, und dann mit der 2 ein Safe spielen wahrscheinlich. Oder die Kombi angreifen auf die 8. Die liegt halt nicht gerade und
Das ist immer die Frage. Da muss man halt eben drei Kugeln kontrollieren. Wenn er perfekt stellt, ist es natürlich, dann läuft die 2 Richtung nach links. Genau. Ja. Und die Weise, wenn er da gerade liegt, dann liegt er da Stoppball und die Weise, die 2 geht nach links weg und dann kann man dann nach dem Kombi schön perfekt die 2 weiterspielen. Wenn aber er nicht das gerade ist, kommt, genau, dann muss man natürlich schon, dann wird es schwierig. Deswegen kann sowohl es auch Kombi durch, als auch Stellung danach. Kann auch durchaus sein, dass der Sebastian sich erst nach der 1 wirklich jetzt genau überlegt, was er tun wird. Ich gehe davon aus, dass er jetzt erstmal grundsätzlich versucht, auf Kombi zu stellen. Ja. Und sich das dann anguckt. Und dann mal schaut. Ja, aber und das also sieht aber jetzt wirklich nicht ganz so schlecht aus. Das ist fast so, wie wir es jetzt gesagt haben. Wenn er die Soft, recht soft spielt. Müsste er eine Stellung danach haben. Das nächste Problem ist dann die 3, die nicht an der 7 vorbeigeht. Muss er dann lang spielen. Dann müssen wir die hochspielen, ja. Aber er verschießt schon die 8. Ja, das hätte aber jetzt so prinzipiell schon mal funktioniert, so wie wir das prognostiziert haben. Ja, man muss halt erstmal die Kombi dann die noch machen. Ne? Vergessen. So, jetzt wird uns der Ralf mal zeigen, wie Links-Efe funktioniert. Weil er sicherlich unterhalb von der 4, wo die Weiße jetzt liegt, auch wieder zurücklaufen lassen möchte, um die 3 dann hochzuspielen. Das ist die Frage, ob er überhaupt Links-Efe braucht. Schauen wir mal. Genau. Ich glaube, man kann den auch einfach. Jetzt muss der Ralf erstmal warten, weil die Jenny genau neben ihm steht und auch am Überlegen ist. So. Das ist natürlich auch. So, der ist natürlich nicht ganz einfach, nicht ganz angenehm. Zwischen 7 und Bande muss er da entlang. Ja, sieht aus, wenn er nach links versenkt, genau. Aber der kommt zu dick. Und das war nichts. Offener Tisch. Aber gut, den müsste er zurückziehen können und die 4 dann links ins Loch. Ist aber auch eine ganz schöne Aufgabe. Ja. Ja, da ist wieder Tempogefühl und Technik. Tempogefühl, gefragt. Technik und das Mittelloch umgehen, wenn er das so spielen möchte, wie du das gerade voraussagst. Oh. Ah, die Technik. Da rutscht er ab. Aber ist ja kein Foul. Gelegt. Also die kann er nicht lochen. Ralf ist jetzt noch so ein bisschen am Grinsen und fragt, guckt uns so ein bisschen fragend an. Genau, wir werden hier zu Rate gezogen, aber ich würde sagen, ist ein normaler Abrutscher gewesen. Genau. Ich habe ihm jetzt auch per Kopfschütteln, per Kopfschütteln zu verstehen gegeben, dass ich das jetzt auch nicht als Foul gewertet hätte. Auch wenn meine eigene Überzeugung eigentlich ein Foul sagt, aber laut Reglement halt eben nicht mehr. Ja, aber Abrutschen ist. Ja, ja, und kann man halt geteilter Meinung sein. Die Regeln sagen, es ist keins Foul und deswegen war es jetzt auch keins. Genau, und jetzt Ralf muss er gucken, was er mit der 3 macht. Muss gucken, was er damit jetzt anfängt. Den greift er anscheinend über Bande an, weil er zwar die 3 dünn sieht, aber nichts damit anfangen kann. Das ne? wird über 2 Vorbanden gehen und von hinten die 3 nach oben schicken. Genau. Oder wahlweise auch zur Seite. Oh, was sogar noch die bessere Variante ist. Der liegt dunkel. Oder sieht er den noch? Na gut. Tja, jetzt ist natürlich eigentlich der Königsweg, genau, die 3 so treffen, dass er die Weiße hinter die 5 bekommt und die 3 nach oben schickt. Das wäre natürlich ein schönes Resave. Ja. Wenn man sich das so wünschen könnte. Genau. Und dann klingelt der Wecker. Okay, er guckt sich natürlich auch die andere Bande oben an. Aber ich würde, glaube ich, genau diese Variante bevorzugen, da hat er einfach mehr Möglichkeiten, die Weiße noch zu verstecken.
ist sich sehr unsicher. Er will natürlich jetzt nicht nochmal einen Foul machen und dann wäre es natürlich die Führung für Ralf zum 4-1 und es wird dann immer schwieriger. Ne? Oh, der könnte ganz schön. Der ist zu kurz. Oh. Da gibt es einen Foul, weil wir keine Nachbande gesehen haben. Ja, genau. Jetzt spielt er wahrscheinlich die Kombi. Oder? Da wird Ralf normalerweise bei Ballhand, sollte er mit der 3-7-Kombi einsteigen können. Damit er die 5 frei macht. 5-7-Kombi kann man sich natürlich auch erstmal angucken, aber ich würde, glaube ich, direkt, dann kann man sich die Weiße natürlich perfekt legen und hat dann danach auch Position wieder auf die 3. Ja, Ina, reden wir nochmal kurz über dich. Du spielst in welchem Verein? BC Siegtal. BC Siegtal, genau. Also in Siegen. Ja, da wo ich auch wohne und genau, wo ich mit meinem Mann Jörn Kaplan zusammen wohne und genau, auch in derselben Mannschaft zusammen spiele. Die meisten unserer, da hat sich der Ralf jetzt aber, glaube ich, sehr verletzt. Da noch gehen. Die meisten unserer Hörer und Zuschauer werden den Jörn sicherlich kennen. Der ist zweifacher deutscher Meister im Achtball geworden vor rund 4-5 Jahren, hat zwei miteinander den Titel geholt. Ja, seinen Titel. Und du hast jetzt vor kurzem seinen Namen angenommen. Ja, genau. Wir haben geheiratet. Genau. Und du spielst in Siegen dann in der zweiten Bundesliga. Ist genau. Das richtig? Ja, wir sind letzte Saison aufgestiegen von der Regionalliga in die Bundesliga und mit der Mannschaft, also wir fühlen uns sehr wohl zusammen und sind auch alle untereinander befreundet. Und wie gesagt, Jörn und ich spielen halt auch eben zusammen da und das ist schon eine schöne Konstellation. Wir spielen zu fünft, das heißt, Jörn spielt natürlich jedes Spiel und der Patrick Runo, der spielt auch noch immer und wir drei. Starker Jump. Ja. Das stimmt. Aber die Lage ist dann keine wirkliche Stellung. Ja. Wir drei wechseln uns dann immer ab und so ergattern wir unsere Punkte. Ihr wart ja schon recht erfolgreich. Ja. Ihr seid ja im Moment auf Platz 2 oder 3. Was seid ihr genau? Auf 2 seid ihr und habt jetzt am kommenden Wochenende das Spitzenspiel gegen Fortuna Straubing. Ja, genau, das wird spannend. Wir hoffen, dass es spannend wird, dass wir es spannend machen können. Straubing ist natürlich bärenstark besetzt. Da haben wir heute den Bernd Jahnke gesehen. Da ist der Tobias Heuss im Kader. Genau. Da ist der Benjamin Bayer, der Jahr für Jahr die beste Bilanz spielt in der zweiten Liga. Ja, das stimmt. Der spielt wirklich konstant. Und wir sehen hier den nächsten Zauberball währenddessen vom Ralf Eckert. Lässt er sich nicht nehmen. Jetzt nur noch die 6 und dann. Aber das ist ja auch Fortuna immer so Straubing hat auch letztes Jahr mit dieser Aufstellung gespielt und da hat sich auch der BSF Kurpfalz durchgesetzt. Also man kann auch dieses Team schlagen. Natürlich, man kann jeden Spieler schlagen. Na klar. Ja, mal schauen. Und bei den deutschen Meisterschaften, wie ist es da gelaufen? Gut eigentlich. Also 14-1 halt 5. bis 8. gemacht, im Viertelfinale gegen die Vivien Schade verloren und dann halt 8 Ball den 3. gemacht, 9 Ball den 1. und 10 Ball nochmal den 3. Das war sehr ärgerlich, weil ich gegen die Vivien im Halbfinale die entscheidende 10 verschossen habe und das war, dann hat sie noch sehr schön ausgeschossen und da musste ich mich geschlagen geben. Ui, der war aber ganz schön. Ach, herrje, da hat Ralf aber eine wirklich ganz leichte 9 verschossen. Ja, das ist schon ärgerlich. Also bist du aber nichtsdestotrotz mit 3 Medaillen aus Bad zurückgekommen. Ja, ich kann eigentlich schon zufrieden sein, auf jeden Fall. Es ist halt immer ärgerlich, wenn es so knapp wird und gegen die Kim habe ich im Halbfinale im Achtball auch knapp verloren und es ist immer bitter, wenn man verliert. Niederlagen sind was immer soll ich bitter. Sagen? Ja. Genau, aber gut, mit der Gesamtleistung kann ich eigentlich schon zufrieden sein. Ja. Schauen wir mal, was so hoffentlich dann die Europameisterschaft bringt.
die dann... Genau, da müssen wir dann mal sehen. Die findet ja im April statt, weißt du wo? Genau, in Rom. Oh. Voraussichtlich. Ich habe jetzt schon wieder gehört, dass es da, ja, dass es auch noch nicht ganz sicher ist, aber gut. Schauen wir erstmal. Es wird ja jetzt eh erstmal die Frage sein, wer spielt, wer nominiert wird und natürlich auch, ob es finanziert wird oder genau, nicht. Genau, da gibt das es ist ja natürlich noch schon auch ein sehr entscheidender Faktor. Da wird es sicherlich noch einigen Gesprächsbedarf geben innerhalb der DBU-Führungsriege, wie da die Finanzierung aussieht bezüglich der Spitzenspieler. Sinn und Zweck muss natürlich sein, dass man dort dass die Kosten entsprechend übernimmt. Schließlich tragen die Leute das deutsche Nationaltrikot. Ja. Und da sicherlich wird die DBU da auch bemüht sein, das in Zukunft wieder leisten zu können. Und wir werden alle gespannt beobachten, was daraus wird. Genau, wie dann die Realität aussieht. Ja. Tja, da sehen wir mal einen Dry Break. Ja, da ist gar nichts gefallen. Jetzt ist es an Ralf, was mit der 1 anzufangen. Genau, ja. Ich denke, Sebastian wird aus seiner Sicht trotz des 3-Breaks froh sein, dass es nur 2-3 steht, nicht 1-4. Ja, auf jeden Fall. Und dann das kann ihn jetzt auch das 3-Break nicht weiter erschüttern. Kriegt jetzt hier das nächste Safe vorgesetzt. Genau. Jetzt ist natürlich wichtig, dass er auch mal aus dem Safe rauskommt und sich dann auch ein bisschen Sicherheit wieder verschafft. Aber ich denke, den kann er vielleicht sogar jumpen. Er muss ja nicht über die ganze Kugel drüber, aber ja, schwierig das so das zu sehen. Das wäre ein ambitionierter Jump. Ja gut, ich jump recht viel, das muss man schon sagen. Aber ja, okay, ich weiß es nicht. Muss man immer dann von der Spielerperspektive eigentlich aussehen. Wir lassen das mal den Sebastian entscheiden. Bisher hat er noch zu keinem Jump-Kö gegriffen. Nee, aber das war ja auch keine Möglichkeit bisher, einen Jump irgendwo rauszukommen. Nein, ich meine auch jetzt hier bei dieser Situation. Und er spielt auch über Vorbande. Ja. Und hat bisher keine Nachbande, okay. Aber die Weise macht das. Ja. Jetzt kann Ralf natürlich auch ein recht leichtes Resell spielen wieder. Auch wenn er die 1, kann er die 1 sogar vielleicht lochen? Weiß ich gar nicht. Wenn geht sie knapp, aber also ein Safe ist schon recht einfach hier. Oh. Ui. Lässt er sie durchrutschen. Weißt du, wie es bei John steht? Nein. 2-2 oder so habe ich da gerade, glaube ich. John hat meines Erachtens eine 2 bei sich stehen, das habe ich auch gesehen. Ich meine, der Helmut auch. Aber wie viel Helmut Heck hat, war jetzt nicht ersichtlich. Aber das kann ich gerne mal in Erfahrung bringen. Guck mal. Kannst ja auch mal gucken, wie es bei Jenny gegen Linda steht. Genau, und dann schaue ich auch mal bei der Jenny und die Ina wird währenddessen noch ein bisschen kommentieren. Genau, ich gucke mir das Ganze noch mal weiter an hier. Aber jetzt hat er natürlich schon eine gute Chance auszuschießen. Wenn die 5 auf Mitte geht, das sehe ich gar nicht so richtig, aber ich denke schon. Er guckt sich es jetzt auch an. Okay, es ist anscheinend nicht ganz klar. Nicht so eindeutig. So, da steht es also 2-2 bei John und Herrn Heck. Und bei Linda und Jenny steht es 1-1. 1-1 steht es, okay. Und hatte ich recht mit Helmut gegen John? 2-2? Ja. Ja, jetzt muss er gut auf die 5 stellen. Er muss natürlich von der 5 auch noch auf die 6, auf die andere Tischhälfte. Das ist gar nicht so einfach. Ja, die wird er wahrscheinlich dann rumlaufen lassen. Muss man jetzt schön Winkel auf die 5 stellen. Ah, da läuft sie zu weit. Ja. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie er damit... Könnte er vielleicht noch probieren, die Weise sogar noch ein Stückchen nachlaufen zu lassen, ist natürlich schon Gefahr.
Aber das wird wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein. Ja. Er guckt sich auch an, wo er da hinstellen kann. Ja, vielleicht kann er auch die Weise in die lange Bande reinlaufen lassen, und wieder zurück gegen Effet, die 7 und die 7 ja. ein bisschen wegdrücken. Oder mit Effet da rein. Ja, oder so, sogar noch besser. So. Der Königsweg gewesen. Aber er hatte anscheinend auch noch genug Winkel, um ja, da und nicht genug, in die Bredouille zu rein. Genug Loch, Innenlochkante. Ja, genau. Jetzt sieht es doch ganz gut aus für den Sebastian. Das heißt, ja. er könnte ja, den Anschluss machen zum 4-3. Verkürzen, das ist natürlich, oder? Zum 3-3? Ich glaube, es steht 3-2, oder? Ina, ja. bist du schon deiner gut. Zeit vorbei? Genau. Hab ich was verpasst. Anscheinend bin ich zu, war ich zu schnell im Zählen. Kann mal passieren, ne? Man hat die Ergebnisse ja auch nicht hier ja. immer parat, so ist das. Ich mache gleich Strichliste am besten. Ja, noch besser für Sebastian. Ja, 3-3 kann er jetzt ausgleichen. Jetzt ist natürlich wieder alles offen. Das ist natürlich schon. Da ist die 9 dann doppelt bitter. Ralfs 9, ja. Ja, genau. Ja. So, ich mache mal eine Strichliste. Ja, da sind wir jetzt beim 3-3. Ah, okay, gut. Da ist es auch eingeblendet für die Ina. Genau, ja, danke. Was ist das mit meinem Und Ina Gedächtnis? Fängt jetzt wirklich an, vor mir eine Strichliste aufzumachen. So bin ich. Ich schreibe immer alles auf. Ja. Also ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen. Da hat sie jetzt einen Tee gemalt. Auf die linke Seite Sepp ja, so geschrieben, auf die rechte Ralf. So wie früher. Und dann drunter drei Striche jeweils gemacht. Genau. So hat man früher halt gezählt, wo man noch keine ja. Tafel oder sowas hatte. Oder Computer, wie bei der Eurotour oder EPWF. Oh, und Jenny hat gerade eine schöne 8 reingemacht und jetzt spielt sie auf die 9. Während wir hier eine kurze Pause sehen, Ralf hat sich kurz verabschiedet. Ja. Was natürlich taktisch gar nicht so unklug ist. Noch einmal sammeln und. Und dann mache ich auch ein kurzes Break. Ich weiß nicht, ob die Ina den leeren Tisch noch ein bisschen kommentiert oder ob sie auch reinbreakt. Nee, ich glaube, ich höre jetzt auch mal auf und dann überlege ich mir gerade, ob ich überhaupt wieder einsteige, weil du ich muss ja gleich ja dann spielen. Genau. Und genau, dann damit verabschiede ich mich, glaube ich. Danke ich dir, Ina, für ja. das Mitkommentieren. War sehr nett mit Hat dir. Viel Spaß gemacht. Genau, und dann. Hoffen wir, dass wir uns heute beim Kommentieren nicht mehr über den Weg laufen, sondern dass du am ja, Tisch stehst. Genau. Und das wäre natürlich der dein Optimalfall. Spiel kommentiere. Schauen wir mal, genau. was passiert. Alles klar, danke dir. Tschüss. So, die Partie läuft nun weiter und den Ralf hat gerade gebrickt und es ist leider keine Kugel gefallen aus seiner Sicht, sodass jetzt der Sebastian wieder am Tisch ist. Spielstand 3-3 auf 7 gewonnene Spiele. So, da wird natürlich für ihn jetzt als einzige Option ein Safe übrig bleiben. Die Weise hinter der 6 verstecken und die 1 entsprechend hochspielen. Das macht er auch so. Jetzt muss er nur aufpassen, dass die 1 nicht fällt. Da schmunzelt er auch. Das ist nicht passiert. Hier haben wir die Sponsoren unserer Veranstaltung nochmal eingeblendet. So, und Ralf muss nun entsprechend versuchen,
das Problem zu lösen. Da hat er die Option über eine Vorbande links vorbei aus unserer Sicht. Das hat er zumindest angeschaut. Jetzt schaut er, was rechts rumgeht. Und ich denke, dass er sich über kurz oder lang vielleicht auch noch die Zweibanden-Option anschauen wird. Über kurze Bande oben und lange Bande an der rechten Seite. Gucken wir mal, was er sich entscheiden wird. Sieht noch eine Bande jetzt im Moment aus. Auch wenn er doch sehr skeptisch reinschaut. Also eine Vorbande. Na, hat er die 1 um wenige Zentimeter verpasst. Ergo Ball in Hand für Sebastian Ludwig. Und die Möglichkeit auf 4-3 zu erhöhen, wenn er gleich da mit der 2-5-Kombination ein Problem hat. Wo wir jetzt von unserer Position noch nicht genau sehen können, ob er die entsprechend die 5 versenken kann. Es wird eine knappe Angelegenheit. Die Löcher sind ja bekanntermaßen hier etwas enger. Aber er geht es an, also scheint das zu funktionieren. Hat er die Kombination versenkt. Jetzt ist nur die Frage, wie er von der 2 jetzt auf die 4 stellt, um den Kombinationsstoß 4-8 zu umgehen. Weil den will er sicherlich nicht spielen. Gut möglich, dass er da an der 9 eigentlich hängen bleiben wollte, um die 4 in die Mitte zu spielen. Hat aber nicht funktioniert. Ergo müssen wir jetzt schauen, ob er mit Safe aussteigt oder doch die Kombination angeht. Also die ganze Sache doch offensiv angegangen, hat versucht, die 4 rechts zu versenken, hat dem Ralf dabei aber auch eine recht sichere Ablage hinterlassen.
So, wir werden jetzt mal an dieser Stelle den Kommentar mal kurz einstellen, weil wir hier im Rahmen der Messe noch anderweitig beschäftigt sind. Wir werden sicherlich im Laufe des Halbfinals nochmal einsteigen. Wir sehen jetzt hier Spielstand 3-3 und den Sebastian Ludwig am Tisch in Richtung 4-3. Also wir verabschieden uns kurz und melden uns dann wieder.